Willkommen zurück heute bei Digimon World für die PlayStation 1. Wie ihr seht, gleich unser schöner Link muss gleich mal aufs Töpfchen gehen, Töpfchen gehen, Töpfchen gehen, denn er muss seinen Kackstrahl abseilen. Ja, machen wir das mal. Los, 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 los. Oh. Das Gefühl kennen wir alle zu gut. Wenn man dringend aufs Klo muss, dann gibt's nichts Schöneres als die Befreiung, nenne ich sie mal. Des Dames. Wir gehen mal wieder zurück nach File City. Denn unser Agumon hat genug gemacht für heute, hat genug gekämpft hier. Und ich würde sagen, zurück zu Gigimons Haus. Also Gigimons Haus. Ich würde sagen, grüner Trainingscamp. Bis der nächste Tag beginnt, denn morgen haben wir wieder einiges vor. Oder bis es Abend wird, sagen wir mal bis ein bisschen. Bis die Sonne untergeht, sind wir jetzt ein bisschen in Trainingscamp und trainieren ein bisschen auf unser nächstes Digimon heraus. Ich hoffe ganz stark, dass es funktioniert. Komm. Ja, ein bisschen speeden, kann ich schauen. Hallo, hallo, hab schon lange aufgehört. Ups. So, ja. Hast du dir richtig verdient dein Fleisch? Nein, 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 nein. Ja, gut, sag mal, ist immer voll nach einem Fleisch. So. Haben wir schon mal. Für unser nächstes Digimon brauchen wir ein Start von. Kann ich euch jetzt schon sagen? Die Starts müssen sein: Angriff 100, Abwehr 100, Speed 100 und Intelligenz 100. Gewicht auf 30 und Pflegefehler Maximum 1. Was sind Pflegefehler? Pflegefehler sind. Ein Pflegefehler wäre zum Beispiel, wenn ich Agumon auf den Boden kacken lasse. Das wird dann ein Pflegefehler und von dem dürfen wir Maximum 1 haben. Und das Gewicht unseres Agumons muss 30 betragen. Ich glaube, ich werde das dann schön in die Videobeschreibung immer machen, was ihr braucht. Was, welches, aber erst wenn das Digimon draußen ist, dann kommt in der Videobeschreibung dann. Das braucht ihr für dieses Digimon. Und ja. Es ist Abend und ich habe ja gesagt, also Abend, es ist. Doch Abend, Abend, das ist Abend. Nacht ist dann, wenn. Die Sonne weg ist. Wir gehen mal fast dorthin, wo wir ja schon waren. Dort, wo wir Palmon gefunden haben. Jetzt müssen wir dorthin gehen. Wenn wir gleich mal unterwegs sind, kann ich euch ja ein bisschen was ausfragen. Was habt ihr früher lieber geschaut? Pokémon oder Digimon? Ich muss ja sagen, ich war wirklich so der. Hast du immer noch Hunger? Ah, gut, ich habe noch Hunger. Nee, ich keinen Hunger mehr. Man sagt ja immer wieder, Pokémon hat die besseren Spiele, dafür den schlechten Anime. Und Digimon hat dafür den besseren Anime, dafür die schlechteren Spiele. So, nun trifft es auf Digimon World 1, finde ich persönlich sehr geiles Spiel. So, zocke ich wirklich gerne. Und was ich allerdings jetzt. Digimon World 2 hat mir auch noch gefallen. Digimon World 3 habe ich zu wenig angezockt. Könnte ich aber auch, habe ich auch auf dem PC, könnte ich eigentlich auch zocken. Und Digimon World 4 habe ich jetzt persönlich von Sasu gehört, da ist ein Dreckspiel, ist wirklich ein Dreckspiel. Ja, aber ist auch Geschmackssache, muss man ja sagen, aber ich vertraue den Sasu daran, dass das Spiel nicht so gut ist, denn das Spiel hat wirklich nicht so gut ausgesehen. Allerdings finde ich schade, dass sie bei Digimon World wirklich das Prinzip von Digimon World 1 über den aufgeworfen haben. Ich finde das Prinzip so geil, Digimons aufzuziehen, sie zu füttern, ihnen die Milch zu reichen, damit. Oh, warte, ich werde den Digipilz. Nein! Oh, was ist das? Kokos! Hä? Bist du ein Mensch? Ich bin Quella, Mann. Das ist mehreres Digimon. Hast du mich gesucht? Ja, jetzt wo du es weißt, wir haben alles abgesucht. Ah, wirklich? Der Brücke, Fluss aufwärts ist kaputt und er muss ans andere Ufer, stimmt's? Ja, genau. Verstehe. Also gut, ich helfe dir. Quellamon. Ah. Oh. Ja? Warf über unsere Köpfe. Hab keine Angst. Okay, läuft gut. Kann ja nichts Schlimmes passieren. Ich sehe nicht so, dass ich nicht. Ich bin ja nicht schwimm, aber. Pff. Ja. Link. Digimon braucht viel mehr Teamarbeit. Komm bald wieder. Ja klar, lass Link einfach. Wir sind im Tropendschungel angekommen.
Tropendschungel Melody gefällt mir sehr. Ja, ja. Allerdings sind wir schon wieder live im Tropendschungel. Wir halten uns gar nicht lange im Tropendschungel auf, denn wir kommen erst später wieder zurück, wenn wir einen Champion Digimon haben. Oh, eine Brücke. Ja, jetzt nämlich die Brücke war hier kaputt, das habe ich euch leider Gottes nicht gezeigt. Ja, schade, habe ich euch wirklich nicht gezeigt. Egal. Werdet ihr mich schon nicht krumm nehmen. Die Brücke hier war kaputt, wenn wir auf die andere Seite gehen, ist sie repariert. Ganz einfaches Prinzip. Und ihr merkt schon, unser Digimon. Muss ich ausruhen? Ja, komm, ruh dich aus. Ja, sichern und schlafen mal eine Runde. Sicher Spielstand. Gut. Das Bittere ist ja an Digimon, man braucht eine Memory Card, damit man alle 100 Stadtpunkte holt, sonst hat man keine Chance, die 100 Stadtpunkte zu holen. Ja, das wird alles im Verlauf vom Let's Play noch genauer definiert, warum das so ist und warum der Blaze uns immer so Angst machen muss. Hier haben wir Kunemon, gegen Kunemon will ich nicht kämpfen, Kunemon ist mir zu overpowered. Aber ich könnte eigentlich wieder zu Kuenamon gehen, glaube ich, jedenfalls. Denn... Oh, doch, ich muss noch mal in den Tropendschungel. Blöd, hätte ich gleich erledigen können, wenn ich dort war. Nicht nachgedacht, jetzt sind wir hier. Gut, den Part ein bisschen mit Digimon rekrutieren, beschäftigt. Nee, diesmal will ich den Digipilz zuerst haben. Oh, Digipilz. Hallo, Quellamon. Komm raus, wir wissen, dass du da bist. Ach, du bist es, Blaze. Die Brücke ist wieder heim. Ah, ich habe von der Stadt gehört. Ich habe eine Bitte. Hilf mir. Hilf mir, wie ich dir geholfen habe. Ja? Indem ihr die Stadt aufbaut, rettet ihr die ganze Insel. Alle werden gerettet. Heißt das, du kommst mit in die Stadt? Ja, ich mache mich auf den Weg. Chillig, Quellamon. Zieh in die Stadt. Ah, ich würde sagen, wir haben... schon 10 Minuten dafür verbraucht, einfach fast gar nichts zu erreichen, ein bisschen rumzulaufen, zu trainieren. Aber das gehört halt zum Let's Play dazu und ihr hört ja gerne zu, wie ich irgendeinen Scheiß labere. Und ja, ihr mögt mich, ich weiß es. Nee, ich hoffe, ihr mögt mich. Nein, Digipitz wäre zurückgewesen. Verdammt. Ach, was soll's. Wir gehen zurück in den Tropendschungel. Kein Digimon hier. Nun gut. Tropendschungel, Tropendschungel, auf geht's in den Dschungel mit den Tropen. Da 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 da. Ah. Du, 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 du. Oh, ein dunkles Patamon. Euch will ich gar nicht näher kennenlernen. Denn wir haben im Tropendschungel wieder ein Digimon, das wir in die Stadt holen können. Weg. Oh, eine mittlere Heildisk. Gut. Wir gehen mal weiter. Wodurch muss ich? Ich glaube, ich muss... Hier. Hast du was zu fressen? Ich muss oben durch, wenn ich mich nicht täusche. So. Gehen wir mal oben durch und schauen uns einmal sonst den Mangrovenwald. Was hat der sich? Was hat der auf sich? Ja, haben wir das nächste Digimon, das freiwillig in die Stadt kommt, ohne zu kämpfen. Edo, sie ist wieder gewacht. Ich hab mal in der Stadt gewandt, du riechst nach ihr. Wow. Als ich in die Stadt verließ, war mein Gedächtnis weg. Aber du hast mir die Erinnerung wiedergegeben. Ich kehre in die Stadt zurück, ja? Nein, bleib hier. Natürlich, bestimmt wird sie dir jetzt noch besser gefallen. Es ist viel los. Tatsächlich? Ich bin ja so gespannt. Du wirst so enttäuscht werden. Glaub mir. So viel ist in der Stadt noch gar nicht los. Wir haben erstmal 3 Digimons. Mit dir 4. Hallo. So, Betamon ist in die Stadt gekommen. Das heißt für uns... Jetzt sind wir aber fertig mit dem Tropendschungel. Das, was ich noch im Tropendschungel machen kann, will ich nicht machen, denn... Oh, Digipilz. Denn... wir müssen mal schauen, wie wir das anstellen werden mit der Digitation. Ja, nicht kämpfen. Nicht kämpfen, nicht kämpfen. Denn unser Agumon hat noch viel zu wenig Disziplin. Brauchst mehr Disziplin. Und ohne Disziplin wird hier gar nichts laufen bei der Digitation. Aber zuerst mal zurück
zu File City. Ach Gott, das ist so ein langer Weg. Eigentlich kann man hier ja abkürzen, aber kann ich noch nicht machen. Wir haben es bald geschafft. Wir sind bei Kunamons Bett. Jetzt, links ist der... Ah, ein Digipilz. So. Der Heimatwald. Super, super. Oh, Digipilz. Gib mir dir Digipilz. Ich habe jetzt den Digipilz nicht geholt. Ist mir jetzt gerade voll aufgefallen. Ich war voll irgendwo anders. Ah, so, wieder da, wieder da. Ihr kennt das Gefühl schon, wenn ihr einfach Bock habt, dass euer Geist nicht mehr im Körper steckt oder ihn einfach davon schickt. Ja, genau so geht es mir gleich. Oh, Digipilz. Denn wir können jetzt in der Stadt, haben wir jetzt schon 4 neue Digimons. Und ich werde den Rest des Partys nutzen, um euch die Stadt jetzt ein bisschen zu zeigen. So. Na, wie gefällt es dir hier? Wir wollen einander helfen und diese Gegenstände verkaufen. Hier können wir jetzt einen Laden kaufen, hier können wir Sachen kaufen. Zum Beispiel Kleinheitdisk, Minderheitdisk, Gamerdisk, Variedisk, Autobidot und Fleisch. Ich nehme mal einen Autobidot. Die können noch wichtig werden. Danke, kaufen, was möchtest du? Ein paar... Nee. Oh, verdammt. Ich will jetzt eine Heildisk, dankeschön. Gleich mein ganzes Geld für Heildisk verbrauchen. Betamon und Quenamon sind aber jetzt ein bisschen Verkäufer hier in der Stadt und da sagen wir doch nicht nein. Was aber machen Augumon und Palmon in der Stadt? Das erfahren wir jetzt. Ja. Oh, du musst gleich krank gehen, Link. Gut, dass wir gerade ein Klo zur Seite haben. Geh kacken. So, gekackt. Du musst öfters kacken. Die Disziplin steigt, wenn sie schon der Digimon fast in die Hose macht, damit wir... Ja? Und Agumon betreibt... Willkommen, ich führe jetzt einen Gepäckdienst. Ich bewache Sachen für die Leute auf. Deine Gegenstände lage ich sogar kostenlos. Unser Agumon... Also nicht unser Agumon, sondern das andere Agumon. Sorgt dafür, dass die Gegenstände hier aufbewahrt werden. Super Sache. Sagen wir natürlich auch nicht nein. Und was macht Palmon? Palmon hat eigentlich keinen großen Sinn, nur... Hallo Blaze, ich habe meine Fleischform vergrößert. Du bekommst jetzt täglich 3 Portionen Hüftsteak. Ich kann mehr für 500 kaufen. Ich habe so viele Gegenstände, was habe ich denn noch alles bei mir? Ah, die Autopiloten, stimmt. Was werfe ich weg? Was werfe ich weg? Was soll ich wegwerfen? Ich komme gleich wieder. Jetzt nämlich können wir Agumon gerade brauchen. Agumon, kannst du mal hier... willst du Gepäck abgeben? Ja, und die Medizin. Hallo? Medizin. Brauche ich nicht. Und die Verbände kannst du auch haben. Besuch mal an, bei Bedarf. Gut, machen wir. So, wir ganz schnell gehen wir noch die 3% Hüftsteak holen und beenden den heutigen Part schon wieder. Heute schön chilliger Part, ein bisschen Digimon rekrutiert. Haben wir heute gekämpft? Nicht, oder? Kein Kampf in den Part, gut. Hat kein Kampf. Und ich würde sagen, wir haben 3% Hüftsteak. Wo sind die 3? Da sind Hüftsteak, oder? Super Sache. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Oh, haut rein. Tschüss. Oh.